Burg. Und ein herzliches Willkommen auch an alle, die online mit dabei sind. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und für euch habe ich heute was ganz Besonderes, nämlich wir haben eine Umfrage für euch vorbereitet. Also alle, die ihr online jetzt dabei seid, könnt ihr mal kurz in die Shownotes gucken. Unter dem Video ist eine Beschreibung und da ist ein Link drin. Der heißt feg-dillenburg/Umfrage. Diese Umfrage könnt ihr ausfüllen, würden wir uns sehr freuen, dass wir ein bisschen mehr über euch lernen. Und wer den Link nicht findet, der kann auch den QR-Code nutzen, der gerade eingeblendet wird. Also vielen Dank an der Stelle euch, die ihr online mit dabei seid. Schön, dass ihr da seid. Ja, und ich finde es besonders schön, dass ihr hier seid, dass wir hier live und in Farbe Gemeinschaft miteinander erleben dürfen. Ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen, wir haben heute Abendmahlsgottesdienst. Es wird ein sehr vielseitiger Gottesdienst werden. Und dieser Gottesdienst steht im Namen, oder den feiern wir im Namen des Vaters Gottes, der die Welt geschaffen hat, im Namen seines Sohnes Jesus Christus, der Mensch geworden ist, und im Namen seines Heiligen Geistes, durch den er jetzt hier ist. Und ich habe gesagt, wir feiern diesen Gottesdienst. Und dieses Feiern, da braucht es ja immer einen Grund, warum er feiert. Und wir haben mehr als 10.000 Gründe, diesen unseren Gott zu feiern. Es gibt ein wunderschönes Lied, das genau darauf eingeht. Das wollen wir jetzt gemeinsam singen. Und ich würde mich freuen, wenn wir das als eine Art Gebet singen. Dass wir uns den Text zu eigen machen und es Gott zusingen. Ja, es gibt mehr als 10.000 Gründe, dich zu feiern. Und feiern geht am besten im Stehen. Lasst uns zu diesem Lied aufstehen. Time.
Vater, wir beten dich an. Wir beten dich an für das, was du bist, für das, wer du bist und für das, wie du bist. Du bist wunderbar und du bist dir nicht zu groß, ganz klein zu werden und reinzukommen in unseren Alltag, in unser Leben. Danke dafür, dass du jetzt hier bist und wir auf heiligem Boden vor deinem Angesicht stehen dürfen. Ich bitte dich jetzt um deinen Segen für diesen Gottesdienst, dass du mit uns sprichst, dass du uns klar machst, was dir wichtig ist und dass wir von dir lernen dürfen und immer näher zu dir hinwachsen dürfen. In Jesu Namen. Amen. Wir haben neben dem Abendmahl und einer sehr spannenden Predigt von Danilo Vollmer auch einiges über unsere Personalia in unserer Gemeinde. Es gibt einiges an Veränderungen, was ein paar Menschen hier in der Gemeinde betrifft. Und ich dürfte Lothar bitten, Lothar Baupin, unseren Pastor, kommt nochmal eben nach vorne. Und Lina Bögel, ihr beide macht mal den Anfang. Den Anfang, und wenn du uns noch ein Mikrofon geben würdest, was du wieder mitgenommen hast, das zweite, wäre uns das sehr hilfreich. Ich darf nämlich hier die Lina vorstellen, Lina Bögel. Danilo und ich, wir haben Verstärkung in unserem pastoralen Team bekommen. Lina Bögel, hier steht sie. Lina, ja genau, begrüßt sie mal herzlich. Lina Bögel studiert Theologie, ist im 8. Semester und studiert an der Hochschule in Eversbach und macht hier bei uns eigentlich ein 6-Monats-Praktikum, so heißt das. Also ein Semester, ein Praktikum, Vollzeitpraktikum in der Gemeinde, um mal richtig in die Gemeindearbeit einzutauchen und zu sehen, wie ist das denn, wenn man später mal Pastorin werden würde. Bei Lina ist es ein bisschen anders. Sie macht nur 4 Monate. Oh, Lina ist nämlich schwanger. Ah! Schön. Und wir freuen uns, dass es trotzdem geklappt hat, dass du 4 Monate hier nochmal hinein investieren kannst und hineinschauen kannst. Sehr schön ist das. Lina, du bist verheiratet und dein Mann, der macht jetzt das 6-Monats-Praktikum. Parallel ist nämlich auch im 8. Semester. Und er macht das hier in Eibelshausen in der FEG. Und mal gucken, wir haben die Tage schon mal geguckt, ob wir auch so ein bisschen was ergänzend machen können, dass die mal als Team zusammenarbeiten können in dem Praktikum. Wir werden das schauen. So, jetzt habe ich einiges über dich erzählt, aber die Leute wollen bestimmt auch von dir noch mal etwas wissen. Ganz einfach mal, was machst du denn sonst so, außer Theologie studieren? Was machst du gerne? Ja, das Theologiestudium nimmt natürlich viel Zeit ein, aber man muss ja sich auch ein bisschen abgrenzen und sich mal körperlich betätigen. Und da verbringe ich gerne und viel Zeit im Fußballverein, spiele bei der wunderbaren SG Eschenburg, dem tollsten Verein hier in der Gegend. Genau, und verbringe da viel Zeit und bin da gerne dabei. Genau. Das machst du, du spielst Fußball. Ich war auch überrascht, aber ja, gut. Wir haben ja noch mehr Fußballspielerinnen bei uns auch in der Gemeinde. Und die Jungs, die Fußball spielen, da guckt mal. Du hast nach deiner Schule aber nicht gleich mit dem Studium angefangen. Du hast noch Zeiten dazwischen gehabt. Erzähl doch mal, da hast du auch noch was Interessantes gemacht für dich. Genau, ich habe überlegt, was mache ich nach dem Abi? Arbeiten kann ich noch mein Leben lang. Also habe ich gedacht, mache ich noch mal ein FSJ und nehme mir Zeit für mich selber und für Gott und das, was ich vielleicht in meinem Leben noch so erreichen möchte. Deswegen habe ich ein FSJ am Dünenhof gemacht in Cuxhaven. Vielleicht sagt es auch dem einen oder anderen was. Kann ich sehr empfehlen für alle diejenigen, die vielleicht noch eine FSJ-Stelle suchen. Genau, das war eine ganz intensive Zeit, in der ich mit vielen anderen FSJlern, ich glaube, wir waren um die 24, ganz viel erleben durfte, ganz viel Gott erleben durfte und auch ein bisschen den Arbeitsalltag im Büro kennenlernen konnte. Ich habe da an der Rezeption im Hotel gearbeitet, genau, und durfte da jeden Tag Gäste empfangen und so ein bisschen das Büroleben kennenlernen. Mhm, prima. Und also FSJler-Zeit, ganz spannende Zeit. Und du sagst auch nochmal uns ein paar Sätze darüber raus, wenn du jetzt in das Praktikum startest, vor 3 Tagen, ja, was versprichst du dir denn von dieser Praktikumszeit?
Was wäre denn gut, wenn die Leute, was die Leute dir Gutes tun könnten, und was sagst du, das sollten sie bitte auf keinen Fall tun? Das ist eine gute Frage. Prinzipiell bin ich immer für einen kleinen Smalltalk zu haben. Ich mag Schokolade und Kaffee, also. Schokolade und Kaffee. Ja, ansonsten, was man auf gar keinen Fall tun sollte, fällt mir jetzt gar nicht direkt was ein. Na, ich würde mal sagen, wenn du auf Leute zugehst, sollten Leute sich nicht gerade vor dir rumdrehen und gehen. Ja. Gut. Aber sie könnten dich vielleicht mal einladen. Ja, zum Mittagessen oder so, dann muss ich nicht selber kochen, das ist immer was Schönes. Ja, ist tatsächlich nämlich so, weil die Lina über Mittagszeit oftmals eigentlich auch hier ist. Sie fährt nicht immer wieder nach Hause zurück, sondern wird dann hier sein. Und das lässt sich bestimmt gut einrichten, wenn der ein oder andere sie macht. Ach, willst du mal vorbeikommen zum Mittagessen? Wir könnten mal gemeinsam. Schön ist das. Und ich dachte, damit du nicht so ganz trocken bist, wollen wir dich auch mal eine andere Art und Weise willkommen heißen. Ich habe gelernt, so macht man das bei Damen. Ja? Gerne. Einen schönen Blumenhaus. Wir heißen dich als Gemeinde herzlich willkommen in dieser Zeit. Schön, dass du da bist. Vielen, vielen Dank. Prima. Ich freue mich auch sehr auf die gemeinsame Zeit. Gut, gib mir doch mal das Mikrofon. Danke. Jetzt gehe ich gleich noch ein bisschen weiter. Ich möchte nämlich die Gabi Christ-Ankel mal nach vorne bitten. Gabi Christ-Ankel kommt von hinten, ja. Gabi Christ-Ankel hat uns über 5 Jahre, glaube ich, ne, ungefähr im Gemeindebüro viele gute und herzliche Dienste getan. Gabi, komm mal her. Ja. Bitteschön, schön, dass du da bist. Das war ja damals so eine erste Stelle, dass wir angefangen haben, komm ein bisschen rum ins Licht, dass wir angefangen haben und sagen, ja, wir wollen so ein Gemeindebüro starten. Und es ging ganz stark darum, wie kommen wir mit der Kommunikation in der Gemeinde stärker klar und wie können wir das nach vorne bringen. Und da hast du ganz viel gemacht. Ich glaube nochmal, während deiner Zeit so ein bisschen einblendend, ich glaube, Church Tools haben wir damals eingerichtet, ja, unser Datenverarbeitungsprogramm. Mit dem Songbeamer ist einiges geschehen darin. Dann, was haben wir gemacht? Die Community-App eingerichtet, die Sonntagspost und viele Dinge, die da einfach in der Kommunikation gelaufen sind. Also ein herzliches Dankeschön nochmal für diese Zeit, die du das gemacht hast. Das war ein Minijob und das war super. Und irgendwann hast du dann gesagt, du, ich will nicht nur so einen Minijob, ich will in den Berufsalltag ansonsten auch wieder zurückgehen. Und dann bist du seit einem Jahr, bist du wieder, gut im Jahr schon, ne? Seit 1,5 Jahren. 1,5 Jahren sogar schon. Hat sie wieder einen Halbtagsjob und hat trotzdem hier so die Gemeinde, das Büro noch nebenher so gemacht. Also alle Achtung, Respekt, fand ich sehr gut. Aber das war dann keine Dauerlösung. Und dann hast du irgendwann gesagt, na, jetzt muss wirklich mal Schluss sein und wir müssen eine andere Position haben. Gabi, nochmal ganz herzlichen Dank für deinen ganz umfangreichen Dienst, den du hier gemacht hast. Danke. Das ist sehr schön und wir sind, ja genau, hörst es, ne? Ja, also wir haben wirklich profitiert davon. Schön ist das und du gehst ja nicht weg, du bleibst ja trotzdem hier und bist immer noch dabei. Prima. Auch für dich habe ich was vorbereitet, natürlich. Ja, mit Zugabe. Und zwar mit 2 Zugaben. Das eine ist eher für den Kopf und das Herz und die andere Zugabe ist eher für den Magen und das Wohlbefinden sonstigen. Guck dir mal rein raus und wir wünschen dir und wir wünschen das auch mit deinem Mann oder Familie einfach eine gute Zeit. Wir bedanken uns nochmal ganz herzlich für deine Tätigkeit. Und ich würde auch gerne nochmal Gott dafür danken und das im Gebet so zum Ausdruck bringen. Ja, okay. Lieber Jesus Christus, habe du ganz herzlichen Dank, dass Gabi so lange hier diesen Dienst getan hat und wirklich sich eingesetzt hat dafür, kreativ mitgedacht hat, gestaltet hat und so vielen Menschen durch diese Tätigkeit zum Segen geworden ist. Wir freuen uns darüber und möchten dir nochmal ganz herzlich Danke sagen. Und auch das weitere Geschehen, auch im beruflichen Bereich von Gabi, dir wirklich ans Herz legen, segne du sie auch weiterhin. Amen. Bitteschön. Ganz herzlichen Dank. Ja. Prima. Willst du noch 2 Sätze sagen? Ja, gerne. Sehr gerne. Also ich würde mich auch gerne bei euch als Gemeinde bedanken. Wir hatten ja der eine oder andere vielfältig Kontakt zum Gemeindebüro. Und ja, ich fand es immer sehr schön,
dass mir auch das Vertrauen entgegengebracht wurde. Ich meine, man hat ja doch auch, man hat einen Blick in Daten oder ja, so, dann werden vielleicht mal Sachen genannt, die ja doch geheim gehalten werden sollen oder sowas, aber ihr habt mir immer vertraut, dass das alles so in Ordnung geht und das finde ich sehr schön und mir hat das auch immer sehr viel Freude gemacht, diese Stelle auszufüllen und ja, deswegen, also ich gehe nicht, weil ich es nicht mehr gerne mache, sondern weil ich einfach auch andere Sachen gerne mache. Jawohl. Also vielen Dank für alle, mit denen ich da Kontakt haben durfte. Prima, danke schön, Gabi. Lass mir das Mikrofon nochmal hier. Denn, okay, du kannst dich, ja, kann sich setzen, raus. Denn wir haben, ja genau, das darf ruhig sein, das darf ruhig sein. Und das Schöne war, es gibt so einen nahtlosen Übergang. Und jetzt bitte ich die Yvonne mal von jetzt nicht mehr auf der Bühne stehen, vorhin, sie hat sie ja als Sängerin schon dabei. Yvonne Weber wird nämlich, das Gemeindebüro übernehmen. Und das ist sehr gut, das, sie sind schon, Gabi hat Yvonne schon eingearbeitet, das läuft schon gut und Danilo und ich, wir nehmen das schon richtig auch als Entlastung wahr, weil es nämlich jetzt wieder an 3 Vormittagen geöffnet sein kann, das Gemeindebüro. Es wird wieder dienstags, mittwochs und freitags vormittags geöffnet sein. Also auch für die Gemeinde und für eure Belange, die ihr habt, dienstags, mittwochs und freitags vormittags könnt ihr das wieder richtig aufnehmen. Sehr schön, herzlichen Dank dafür. Und ich würde auch für dich auch gerne noch beten, dass Gott dich da zum Segen setzen würde. Jesus Christus, das ist nicht nur ein Personalwechsel da irgendwie was, sondern wir versprechen uns auch immer wieder auch neue Inhalte, Dinge, die du gesegnet hast und wir bitten von dir, dass du weiter segnen mögest, auch in dem weiteren Geschehen im Gemeindebüro. Du weißt, dass es ein großer Kommunikativplatz ist, dem viele Informationen gesetzt werden können oder falsch gesetzt werden können und ich möchte dich herzlich darum bitten, dass du Yvonne segnest und sie wirklich ihren Händchen dafür gibst, das einzuführen, das zu empfinden, das wahrzunehmen, auch Artikel zu gestalten, zu formulieren, mit Menschen im Gespräch zu sein, Dinge gut abzuspeichern, dass es wirklich eine Hilfe sein kann, die vielen Menschen einfach hier in der Gemeinde gut tun darf. Dazu segne du sie bitte. Amen. Und auch für dich habe ich einen Blumenstrauß. Ja. Bitteschön. Ja, vielen Dank. Damit du einen guten Start hast. Vielen Dank. Okay. Ich freue mich auf die Aufgabe. So, ich übergebe jetzt mal weiter. Ja, wir gehen auch mal hier rüber, so ein bisschen ins Licht rein. Ich habe mir Verstärkung mitgebracht und wir haben jetzt eben gesehen, wir hatten ja eine Verabschiedung, wir hatten eine Begrüßung hier rein, wir hatten ein Welcome auf der anderen Seite und jetzt haben wir nochmal was, was ich in dem Bereich einordne. Gemeinde ist gut und Gemeinde wächst. Mit mir hier auf der Bühne neben meiner Frau Uli, weil das hat auch einen ganz besonderen Grund, warum sie mit hier steht, weil wir haben für Camilla und David heute die Gemeindeaufnahme und wir beide, Uli und ich, haben die Patenschaft für die beiden übernommen. Wir haben euch 2 vor gut einigen Wochen hier der Gemeinde vorgestellt. Vorher hatten wir schon mit Lothar zusammen ein Gespräch mit euch, also die Hürden habt ihr alle genommen. Es kamen keine Beschwerden in den letzten Tagen, somit dürfen wir uns heute eurer Gemeindeaufnahme widmen. Das machen wir ganz, ganz gerne, freuen uns darüber und finden das ganz toll, dass ihr beide euch der Gemeinde anschließen möchtet. Und das wollen wir gerne tun, auch da, dass wir gleich für euch beten. Aber wir haben auch einen Vers rausgesucht, den wir euch mit auf den Weg geben wollen. Ich fange mal mit der Camilla an. Dein Vers, Camilla, den wir rausgesucht haben, steht in Johannes 13, das sind die Verse 34 und 35. Ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Liebt einander. So wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr euch auch untereinander lieben. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Als ich den Vers rausgesucht habe, habe ich gesagt, okay, Gott, den hast du für Camilla
geschrieben. Jesus, den hast du auch für Camilla gesagt. Er sagt das ja in dem Kontext, wo Jesus sich von seinen Jüngern verabschiedet und den Weg dann ans Kreuz nimmt. Und da gibt er ihnen nochmal was mit auf den Weg. Und an der Liebe soll man uns, soll man die Jünger, soll man auch dich erkennen. Und das haben wir erfahren. Wir durften dich kennenlernen letztes Jahr in Schweden auf der Freizeit. Und da habe ich gemerkt, die Camilla, die hat ein Herz. Die hat ein großes Herz, ein weites Herz für Teens und für Menschen. Und dieser Vers möge dich begleiten, auch bei uns in der Gemeinde und in deinem Dienst in der Gemeinde. Uli wird jetzt für dich beten. Ich möchte für Camilla beten. Jesus, ich danke dir für Camilla und dass sie nun mit David zusammen den Weg auch ganz offiziell in die Gemeinde tun. Du hast sie begabt auf so vielfältige Art und Weise, das durften wir schon kennen und auch schätzen lernen. Sie ist dein Kind, du liebst sie und ich möchte dich bitten, dass du ihr auch weiterhin, auch in der Gemeinde, ein guter, treusorgender, wegweisender Begleiter bist. Dass du sie umschließt mit deinem Segen, dass du täglich spürbar bei ihr bist, ja, dass du deine gute, schützende Hand über sie hältst, dass du sie segnest. Danke dafür. Amen. Amen. David, dein Vers, den habe ich im Alten Testament gefunden und ganz, ganz vorne in der Bibel, 1. Mose. In 1. Mose 28, Vers 15 steht folgender Vers. Du wirst sehen, ich stehe bei dir bei. Ich behüte dich, wo du auch hingehst und bringe dich heil wieder in dieses Land zurück. Niemals lasse ich dich im Stich. Ich stehe zu meinem Versprechen, das ich dir gegeben habe. Diesen Zuspruch erfährt Jakob bei der Himmelsleiter. Er ist ja auf der Flucht, er zieht weg. Und dann hat er diesen Traum und sieht die Himmelsleiter, wo die Engel an der Himmelsleiter auf und ab gehen. Und oben steht Gott und macht ihm diesen Zuspruch für seinen weiteren Weg. Und ich glaube, es ist gut, auch für euch, für dich, dass du mit diesem Zuspruch auch in die Zukunft gehen wirst. Man weiß nie, wo die Wege einem hinführen, aber er hat Jakob gesagt, ich führe dich zurück in dieses Land. Und wir sind froh, dass du dein Land erstmal hier entdeckt hast bei uns in der Gemeinde und begrüßen dich ganz, ganz herzlich hier als neues Gemeindemitglied. Ich darf dir für dich beten. Lieber Gott und Vater, wir danken dir für David. Er ist ein Mann nach deinem Herzen, das durften wir erfahren, als wir ihn kennengelernt haben. Wie er sich einbringt für dich und wie sein Herz auch für dich brennt und für dich schlägt und wo du ihn gebrauchen kannst. Und da möchte ich dich bitten, dass ja, diese Zusage, die du auch Jakob gegeben hast, in der Himmelsleiter, auch David für sich in Anspruch nehmen darfst, dass du ihn auf allen Wegen, die er geht, begleitet, sei es beruflich, sei es in der Familie, in der Ehe, wo Entscheidungen zu treffen sind, dass er dich mit einbezieht in seine Entscheidung, aber auch, dass du ihn führst und ihm durch den Heiligen Geist den richtigen Weg weist auch. Wir sind gespannt, und er darf es auch, wie sich auch sein Platz hier in der Gemeinde findet. Er hat viele Begabungen, du hast ihn ausgestattet mit vielen Talenten. Und da darf er sich auch für dich einbringen und da wird er auch seinen Platz finden. Ja, Vater, so segne auch David hier bei uns in der Gemeinde. Segne ihn zu deinem Dienst und zeig ihm den Weg. Amen. So, und damit wir euch auch die Gemeindeaufnahme etwas versüßen können, haben wir von Café Cross einen Gutschein, den ihr dann einlösen dürft. Herzlich willkommen. Ist es nicht herrlich, wie viele Menschen hier immer wieder zusammenkommen, dazukommen, uns unterstützen als Gemeinde, sodass wir weiter wachsen können. Herzlich willkommen euch auch von meiner Seite. Und nun wollen wir uns auf die Predigt vorbereiten. Wir haben ein Lied ausgesucht, wo wir einfach nochmal miteinander zur Ruhe kommen können. Bitte begreift auch dieses Lied wieder als Gebet, dass er, dass wir, jeder von uns nochmal auf Gott ausrichten und uns öffnen für das, was Danilo uns nachher dann in der Predigt weitergeben wird.
mein Herz zu vor dir. Atmet meine Seele auf vor dir. Fallen meine Masken ab vor dir. Lasst uns zum Gebet aufstehen. Vater, vor dir kommt unser Herz zur Ruhe. Und so stehen wir jetzt vor dir und wollen zuhören. Wollen hören, was du uns zu sagen hast. Und ich bitte dich um deinen Segen. Ich bitte dich um deinen Heiligen Geist, dass du, Danilo, deine Worte ins Herz legst. Und dass du uns, die wir zuhören, die Worte aufschließt, dass wir verstehen, was wichtig ist. Amen. Amen. Danke. Wir müssen hier noch ein bisschen umbauen. Ich habe ein bisschen was mit euch vor heute. Nicht eine, sondern gleich zwei Flipcharts. Keine Angst, ich werde nicht so viel draufschreiben, aber ein bisschen was. Ich freue mich total, dass du da bist. Wenn du die Sonntagspost bekommst, dann hätte dich der Titel der Predigt vielleicht ein bisschen abschrecken können. Und ich bin froh, dass, wenn du ihn gelesen hast, ihn nicht wörtlich genommen hast. Wir haben ja gerade, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, so eine Phase in der Pandemie, dass wir eigentlich sagen, die ist quasi rum, oder?
Und wenn wir dann in die Gemeinde kommen und uns umschauen, dann gucken wir nach links und wir gucken nach rechts und wir sehen, es sind nicht mehr alle da, die ich so kenne. Und es fehlen mir Menschen. Leute, die vorher da waren, sind vielleicht nicht mehr da. Und immer wieder höre ich Leute sagen, wie kriegen wir die Menschen wieder in die Gemeinde? Oder wir sprechen sonntagmorgens über den Gottesdienst und wir sagen, ich gehe in die Gemeinde. Wie sorgen wir dafür, dass alle wieder in die Gemeinde kommen? Wenn sich jemand über Dinge, die in der Gemeinde irgendwie doof laufen, beschwert, dann spricht man über die Gemeinde. Und wenn man sich von der Gemeinde etwas wünscht, dann sagt man, die Gemeinde könnte mal, die Gemeinde müsste mal, die Gemeinde erfüllt meine Erwartungen nicht. Ich hatte neulich eine Begegnung mit einem Menschen und die Person kam auf mich zu und meinte, Danilo, ich gehe in deine Gemeinde. Ich habe die Person vorher noch nie gesehen. Und ich habe die Person auch hinterher nie wieder hier gesehen. Und irgendwie fand ich das spannend. Ich gehe in deine Gemeinde. Ich gehe in die Gemeinde. Irgendwie, gehe in die, Entschuldigung, ich habe eine Sauklaue, aber ich hoffe, ihr könnt es lesen. Ich werde das ja auch immer wieder sagen. Geh in die Gemeinde. Ich höre das relativ häufig und irgendwie stört mich dieser Satz. Irgendwie klingt das genauso wie, ich gehe ins Kino. Ich gehe zum Bayern-Spiel, wenn ihr mal Karten habt, nehmt mich mit. Ich gehe ins Theater, ich gehe zu Meckes, ich gehe in die Gemeinde. Und ich sage euch heute was, was euch vielleicht stört. Ich sage, geh nicht in die Gemeinde. Gottes Berufung für dein Leben ist nicht, dass du in die Gemeinde gehst. Gottes Berufung für dein Leben ist nicht, dass du ein bestimmtes Gebäude betrittst. Gottes Berufung für dein Leben ist, dass du Jesus ähnlicher wirst. Nicht in die Gemeinde zu gehen, sondern in der Gemeinde verwurzelt zu sein. Ja, vielleicht mehr noch. Ich schreibe mal auf. Sei verwurzelt. Oder, ich mache einen Schrägstrich, sei gepflanzt. Ich habe ja einen Garten, ich pflanze gerne, aber dieses Bild kommt nicht von mir, da kommen wir gleich noch zu, okay? Also, das ist der Unterschied. Geh nicht in die Gemeinde, sei verwurzelt, beziehungsweise sei gepflanzt. Deine Berufung ist nicht, in die Gemeinde zu gehen, sondern im Haus des Herrn verwurzelt oder gepflanzt zu sein. Also hören wir auf, in die Gemeinde zu gehen und fangen an, uns pflanzen zu lassen. Und vielleicht denkst du jetzt so, Danilo, was hast du heute Morgen eigentlich geraucht? Wo kommt dieser Gedanke her? Ich verspreche es euch, es kommt aus der Bibel. Wenn ihr es nachschlagen wollt, dann schlagt gerne mal Psalm 92 mit mir auf. Ich lese den Vers 13. Da steht, die Gottesfürchtigen werden gedeihen wie Palmen und wachsen und stark werden wie die Zedern auf dem Libanon. Da reden wir jetzt mal ein bisschen drüber. Wenn ich über mich selber so nachdenke, welchen Sprachgebrauch ich so habe, dann gehört gedeihen nicht so wirklich dazu. Irgendwie ist das fremdes Vokabular für mich. Wenn mich jemand fragt, wie geht es dir, dann sage ich nicht, ich gedeihe, oder? Ich sage gut, ich sage schlecht oder mein Favorit ist eigentlich, ist gerade ein bisschen viel los, aber sonst geht es mir gut. Kennst du vielleicht. Gedeihen, was ist das für ein Wort? Es ist ein gutes Wort, was mit dir passiert, wenn du gepflanzt bist. Es bedeutet wachsen,
blühen, vorankommen, Erfolg haben, ein Segen sein, geistliches Wachstum erleben. Und es kommt, sagt der Psalmist, wenn du gottesfürchtig lebst. Und der Psalmist, der vergleicht das ja mit zwei Bäumen, Palmen und Zedern. Zedern sind bekannt für ihre Stärke, für ihre Haltbarkeit. Sie sind bekannt für ihre Schönheit und haben einen angenehmen Duft. Als Salomo den Tempel baute, wurden die Säulen, also er hat es ja nicht selber persönlich gemacht, aber er hat dazu geführt, dass es gebaut wird, die Säulen, die Träger und auch das Dach wurde aus Zedern gebaut. Warum? Weil dieses Gebäude über Jahrhunderte Bestand haben sollte. Eine Zeder ist widerstandsfähig, es ist ein tolles Holz. Und damit werden die Gottesfürchtigen verglichen. Wir wachsen und werden stark wie eine Zeder. Und wir gedeihen wie Palmen. Palmen sind ein Symbol für Sieg und für Triumph. Bei den Olympischen Spielen damals bekam der Sieger oft einen Palmzweig in die Hand. Keine Goldmedaille wie heute. Einen schönen Palmzweig. Herzlichen Glückwunsch, du bist der Gewinner. Hier ist dein Palmzweig. Als Jesus in Jerusalem einzieht, kurz vor seiner Kreuzigung, dann nennen wir das den triumphalen Einzug in Jerusalem. Und die Leute, die wedeln mit Palmen, weil sie Jesus als ihren König begrüßen. Sieg und Triumph. Beide Bäume, Zedern und Palmen, sind immer grün. In ihnen ist Leben, ist Stärke, ist Sieg und Frucht. Und der Psalmist sagt, die Gottesfürchtigen werden wachsen und gedeihen. Wie möchte ich antworten auf diese Frage, wie geht es dir? Ich gedeihe, ich bin gesegnet, ich bin stark, ich bin stabil, man fühlt sich wohl in meiner Gegenwart, ich bringe Frucht. Die Gottesfürchtigen werden gedeihen wie Palmen und wachsen und stark werden wie die Zedern auf dem Libanon, denn sie sind im Hause des Herrn gepflanzt und blühen in den Vorhöfen unseres Gottes. Der Psalmist sagt nicht, man wächst und gedeiht, wenn man in die Gemeinde geht, sondern wenn man in das Haus des Herrn gepflanzt ist. Und ich liebe, wie es weitergeht. Noch im hohen Alter werden sie Frucht bringen und werden grün und lebendig bleiben, um zu bezeugen, dass der Herr gerecht ist. Er ist mein Fels. Kein Unrecht findet sich bei ihm. Diejenigen, die im Haus des Herrn gepflanzt, und man könnte auch übersetzen mit verwurzelt sind, die gedeihen, sie wachsen, sie sind gesegnet, sie bringen Frucht, sie sind lebendig bis ins hohe Alter. Sie sind verbunden und verbindlich. Sie machen einen Unterschied. Sie sind erfüllt. Sie gedeihen. Leider ist es so, viele von uns fühlen sich überhaupt nicht so, oder? Anstatt zu sagen, dass wir gedeihen, sagen wir oft, dass wir geistlich ausgetrocknet sind. Anstatt zu sagen, dass es uns mental gut geht, sagen wir sind leer und belastet. Anstatt zu sagen, dass wir in unseren Beziehungen verbunden und verbindlich sind, sagen wir, dass wir abgeschlagen und verbrannt sind. Anstatt zu sagen, dass wir großzügig sein können, sagen wir, dass wir uns Sorgen machen und keine Freiheit haben. Anstatt zu sagen, dass wir geistlich erfüllt sind, einen Unterschied machen, voller Freude, sagen wir suchen uns, wir sehen uns, wir strecken uns aus, wir suchen etwas. Wir hoffen auf den großen Wurf, dieses gewisse Etwas, diese Begeisterung, diese Energie, diese Beziehung, dieser Job, dieses Gehalt, dieses Etwas, das mir fehlt, das mich innerlich erfüllen würde. Ich gehe in die Gemeinde, aber ich gedeihe nicht. Psalm 92 sagt, die Verwurzelten gedeihen. Wir müssen verstehen, dass unser Leben ähnlich wie ein Same ist. Ein Same hat ein enormes Potenzial. Ein Same hat das Potenzial zu wachsen, zu gedeihen, zu multiplizieren, Frucht zu bringen, anderen ein Segen zu sein. Ein Same, der nicht gepflanzt wird,
hat dagegen nur das Potenzial zu schlummern, unproduktiv und unzufrieden zu sein. Nur ein Same, der gepflanzt wird, kann wachsen. Wer gedeiht? Psalm 92 sagt, diejenigen, die in das Haus des Herrn gepflanzt sind. Jesus erzählt in Matthäus 13 ein Gleichnis. Das Gleichnis vom Sämann nennen wir das. Da geht ein Sämann auf ein Feld und er sät seine Körner aus. Er sät, oder man könnte auch sagen, er pflanzt. Er wirft die Samen aus. Manche fallen auf den Weg. Dann kommen die Vögel, essen das auf und fliegen wieder weg. Diese Samen erreichen nie ihr Potenzial. Andere Körner fallen auf eine dünne Erdschicht mit felsigem Untergrund. Die Saat geht schnell auf, kann aber keine tiefen Wurzeln schlagen und verkümmert wieder. Andere fallen in die Dornen, die die Pflanzen ersticken. Und Jesus sagt, die Dornen stehen für die alltäglichen Sorgen und Verlockungen des Reichtums. Entdeckst du da die Metapher? Manche Menschen haben ein enormes Potenzial, was in ihnen angelegt ist. Aber es führt ins Nichts. Manche fangen an zu wachsen und verkümmern genauso schnell wieder. Manche fangen an, geistlich aufzublühen, aber die Sorgen und die Nöte des alltäglichen Lebens ersticken diesen Wachstum im Keim. Aber dann, sagt Jesus, gibt es Samen, die fallen auf fruchtbaren Boden. Und dieser Same bringt dann 30, 60, 100 Mal so viel, wie er eingesetzt hat. Dieser Same wird ein riesiger Segen, weil er in guten, fruchtbaren Boden gepflanzt wurde. Wer sind diejenigen, die wachsen und gedeihen? Diejenigen, die in das Haus des Herrn gepflanzt sind. Aber in die Gemeinde gehen und verwurzelt sein, ist ein Unterschied. Das merkt man auch schon an unserer Sprache. Vielleicht geht es dir manchmal morgens so wie vielen. Nicht wie mir, weil mein Job ist das, ich muss hier hin. Du sagst sonntagmorgens, gehen wir heute in die Gemeinde? Irgendwie ist gerade viel los, das Wochenende war so anstrengend, gestern Mitarbeiterfest, vielleicht war es auch ein bisschen spät, ich bin müde, Formel 1 kommt, ich weiß nicht, ob Formel 1 kommt, habe ich noch nie geguckt. Irgendwie ist gerade so viel los, ich glaube, mir wird diese Pause mal gut tun. Die Couch, die ist so verlockend. Vielleicht wäre es besser, wir setzen heute mal aus. Wenn du in der Gemeinde verwurzelt bist, ist das keine Option. Das steht überhaupt nicht zur Debatte. Weil Gemeinde kein Ort ist, an dem du teilnimmst. Gemeinde ist eine Haltung. Gemeinde ist, wer du bist. Wir gehen nicht in die Gemeinde, weil wir die Gemeinde sind. Mit unserem Leben ehren wir Gott. Es ist kein Ort, es ist eine Identität. Aber Gemeinde ist auch mehr als eine Ansammlung von Leuten und wir brauchten irgendeinen Namen dafür, deswegen nennen wir es jetzt Gemeinde. Wenn wir von der eigentlichen Namensbedeutung herkommen, dann sehen wir, dass im Griechischen das Wort Ekklesia steht. Und Ekklesia bedeutet im mehrfachen Sinne Versammlung. Wenn du jetzt also gerade den Livestream guckst oder dir Predigt-Podcasts im Internet anguckst, dann ist das nicht verkehrt. Aber es ist nicht das Gleiche, wie im Haus des Herrn verwurzelt zu sein. So wie es nicht das Gleiche ist, wenn ich unterwegs bin und meiner Familie eine Sprachnachricht schicke, die sie sich dann anhören können. Wir haben dann keine Gemeinschaft. Die erleben mich nicht, die hören nur meine Stimme. Aber wenn ich mich mit meiner Familie versammel, dann möchte ich ja Intimität, ich möchte Gemeinschaft, ich möchte, dass wir uns erleben. Dass ich sehe, wie die reagieren auf meine Worte. Und das Wort Ekklesia ist zusammengesetzt aus zwei griechischen Wörtern. Aus Ek, und das bedeutet aus oder von, und Klesia. Und das ist eine Form von Kaleo, und das stammt oder bedeutet übersetzt rufen oder berufen. Zusammengesetzt bedeutet das dann
die von Gott Berufenen. Wir versammeln uns also, weil Gott uns berufen hat, um Gemeinschaft zu haben, vereint zu sein, gemeinsam Gott zu ehren, das Wort Gottes zu hören, unsere Gaben und unsere Fähigkeiten für sein Reich einzusetzen. Aber es geht nicht um das, was in der Gemeinde passiert. Es geht darum, dass wir Gemeinde sind. Wir sind von Gott berufen in die Gemeinde als Gemeinde und auch, um in die Welt zu gehen. Wenn wir verwurzelt sind, dann sind wir keine spirituellen Konsumenten. Die Gemeinde existiert nicht für uns. Die Gemeinde existiert durch uns. Und dafür, dass Menschen durch unser Zeugnis von der Größe, Liebe, Güte und Herrlichkeit Gottes erfahren. Es gibt einen Unterschied zwischen ich gehe in die Gemeinde und das bedeutet, ich konsumiere spirituelles Angebot, aber es geht einigermaßen an mir vorbei und wenn ich wieder rausgehe, hat sich nichts verändert. Und wenn ich dann nicht erfüllt bin, dann ist die Gemeinde schuld. Ich bin im Haus des Herrn verwurzelt. Ich bin gepflanzt. Ich bin aktiver Teil von Gottes Berufung, von seiner Bewegung, von seiner Mission. Klingt ganz anders, oder? Und ich wünsche mir so sehr, dass du das erlebst, dass du wächst und gedeihst. Dass du erkennst, dass Gott wunderbare Gaben in dir angelegt hat, um sein Reich mit dir zu bauen. Und dass du erkennst, dass du nicht nur in die Gemeinde gehst, sondern dass es Teil deiner Identität ist, dass du Gemeinde bist. Und wir sind dadurch Familie Gottes. Ich wünsche dir, dass deine Wurzeln tiefer schlagen und dass du wächst und dass du dich mit anderen verwurzelst. Das Leben wird dadurch nicht immer perfekt sein und nicht immer großartig. Aber wenn die Stürme des Lebens kommen, dann wirst du widerstehen können, weil deine Wurzeln tief sind und du mit anderen verbunden bist und auch mit Gott. Es gibt einen Unterschied zwischen ich gehe in die Gemeinde, was bedeutet, ich konsumiere den Gottesdienst, und wirklich im Haus des Herrn verwurzelt zu sein. Was passiert, wenn du verwurzelt bist? Deine Wurzeln wachsen tief. In Jeremia 17, Vers 7 und 8 steht, aber Segen soll über den kommen, der seine ganze Hoffnung auf den Herrn setzt und ihm vollkommen vertraut. Dieser Mann ist wie ein Baum, der am Ufer gepflanzt ist. Seine Wurzeln sind tief im Bachbett verankert. Selbst in glühender Hitze und monatelanger Trockenheit bleiben seine Blätter grün. Jahr für Jahr trägt er reichlich Frucht. Was passiert, wenn du tief verwurzelt bist? Glühende Hitze und Trockenheit stören dich nicht. Und viele von uns erleben das vielleicht gerade. Glühende Hitze, Herausforderungen im Leben, geistliche Trockenheit. Jeremia sagt, wenn die Wurzeln tief im Bachbett verankert sind, stört es den Baum nicht. Ich werde nicht gestört von großer Trockenheit und Hitze, weil ich mit einer Quelle verbunden ist, die größer ist als jedes Problem in meinem Leben an der Oberfläche. Meine Wurzeln sind tief verankert. Aber wir brauchen nicht nur tiefe Wurzeln, wir brauchen auch breite Wurzeln. Die in Psalm 92 angesprochenen Zedern, die gehören zu den Kieferngewächsen und Kiefern haben tiefe Wurzeln und flache, breite Wurzeln. Und wenn die Bäume dann nah beieinander stehen, dann geben sie sich gegenseitig Halt. Und so ist es auch mit der Gemeinde. Mit dem Leib Christi. Wir brauchen uns gegenseitig. Denn ich verspreche dir, in deinem Leben werden Herausforderungen und Schwierigkeiten kommen. Das wird passieren. Du wirst Rückschläge erleben. Und wenn du dich ihnen alleine stellst, dann stehst du ganz stark angreifbar da. Wir brauchen uns gegenseitig als Familie Gottes. Ich brauche dich
und du brauchst mich. Wir brauchen die Bäume, die um uns herum stehen. Und weil wir ja gerade in so einer ganz spannenden Phase in der Gemeinde sind, nämlich die Anmeldungen für unsere Kleingruppen sind eröffnet, nutzt das. Meldet euch an für eine Kleingruppe. Das sind die Bäume, die um euch rumstehen, die euch Halt geben, die euch unterstützen, die merken, wenn du fehlst, die es dir ansehen, wenn es dir schlecht geht. Ich glaube, das ist total wichtig, gerade in so einer größer werdenden Gemeinde, dass du eine Kleingruppe hast, wo du sagst, den kenne ich und die kenne ich und die kenne ich und die kennen mich. Das ist so viel wert. Ich glaube nicht, dass die FEG Dillenburg so eine tolle Gemeinde für mich wäre, wenn ich nicht so viele tolle Leute direkt um mich herum hätte. Wir sind viel zu viele. Ich kann euch nicht alle so gut kennenlernen, dass ich sehe, wie toll ihr seid. Ich sehe das nur sonntagmorgens. Aber meine Kleingruppe, die ist immer da. Und wir unterstützen uns gegenseitig und geben uns Halt. Und das Zweite, was passiert, wenn du tief verwurzelt bist, ist, du bringst reichlich Frucht. Das ist die Folge vom Verwurzeltsein. Was ist denn Frucht? Im Brief an die Galater schreibt Paulus in Kapitel 5 von den Früchten des Heiligen Geistes. Also es sind nicht meine Früchte, sondern geistliche Früchte, die von Gott kommen und nicht von mir. Und die lauten, Galater 5, 22 und 23, Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Wenn du tief verwurzelt bist, dann entstehen diese guten Früchte. Selbst in schwierigen Zeiten, weil Gott durch dich wirkt und er die Quelle deiner Kraft ist und deiner Früchte. Und du wirst merken, dass die Früchte nicht nur für dich sind, sondern auch und vor allem für andere. Deine Liebe segnet andere. Deine Freude steckt andere an. Dein Frieden ist anziehend. Deine Güte und Freundlichkeit erschafft Beziehungen. Deine Treue erhält sie. Deine Sanftmut und deine Selbstbeherrschung überrascht andere. Und plötzlich merkst du, ich bin verwurzelt. Ich mache einen Unterschied. Wir als Gemeinde und auch wir individuell, wir leben nicht für unser eigenes Wohl. Unsere Aufgabe ist es, ein Segen für andere zu sein, innerhalb der Gemeinde und weit darüber hinaus. Wenn wir das aneinander üben, wenn Gemeinde nicht nur ein Ort ist, zu dem wir gehen, Gottesdienst nicht etwas ist, was wir nur konsumieren, sondern wenn wir Familie Gottes werden, untereinander verwurzelt sind, Liebe, Vergebung und gemeinsam Dienst üben, dann werden wir einen Unterschied machen. Wer gedeiht? Diejenigen, die in das Haus des Herrn gepflanzt oder verwurzelt sind. Passiert das von jetzt auf gleich? So? Ich glaube nicht. Ein Baum braucht Zeit, um zu wachsen und Wurzeln zu schlagen. Du kannst hier neu in die Gemeinde kommen und nach einer Woche sagen, ne, Danilo, ich habe keine Wurzeln geschlagen, ich bin wieder weg. Aber wenn du wirklich Teil dieser Familie sein möchtest, dann braucht das ein bisschen Zeit. Und das ist okay. Wann ist denn der beste Zeitpunkt, um einen Baum zu pflanzen? Vor 20 Jahren. Wann ist der beste Zeitpunkt, um eine Gemeindekultur zu schaffen, in der wir verwurzelt sind, wo wir füreinander beten, miteinander dienen, uns gegenseitig lieben, offen und herzlich und mit überschwänglicher Freude sind? Vor 20 Jahren. Wann ist denn der zweitbeste Zeitpunkt? Jetzt. Der zweitbeste Zeitpunkt ist jetzt. Wir können uns jetzt vornehmen, uns von Gott verändern zu lassen, uns ein neues Herz schenken zu lassen. Jetzt können wir uns entscheiden, neu mit ihm durchzustarten. Ich möchte wachsen und gedeihen. Ich möchte gepflanzt sein im Haus des Herrn. Und ich möchte blühen und ich möchte immer grün bleiben und selbst in hohem Alter Frucht bringen. Ich habe eine Sehnsucht nach Lebendigkeit, die dieses Bild ausstrahlt, was der Psalm 92 schreibt.
für mich ganz persönlich, aber auch für unsere Ekklesia, für unsere Versammlung von denen, die von Gott berufen sind, ihm zu folgen, einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Und das fängt bei den Bäumen an, die um mich herum stehen. Und jetzt bitte verzeiht mir, dass ich eine Sache anspreche. Weil ich bin erst, gestern habe ich gelernt schon, 30 Jahre alt. Aber der Psalm 92 benennt etwas, da steht, noch im hohen Alter werden sie Frucht bringen und werden grün und lebendig bleiben, um zu bezeugen, dass der Herr gerecht ist. Und ich glaube, wir, und mit wir meine ich uns alle, nicht nur die, die hier sitzen oder im Livestream zugucken, sondern ich glaube, unsere ganze Gesellschaft braucht eine neue Erweckung, eine neue Sehnsucht nach Veränderung, nach Lebendigkeit, sodass wir auch im hohen Alter noch Frucht bringen und grün und lebendig bleiben, um zu bezeugen, dass der Herr gerecht ist. In unserer Gesellschaft nehme ich viel zu häufig wahr, dass dort Enttäuschung und Verbitterung herrscht, die uns alle lähmt. Aber Gott möchte nicht, dass wir verbittert und enttäuscht sind. Gott möchte, dass du wächst und gedeihst, egal wie jung oder alt du bist. Und der erste Schritt, den wir tun können, ist, dass wir uns bewusst machen, dass wir nicht in die Gemeinde gehen, um zu konsumieren, sondern dass wir Gemeinde sind. Ich bin Gemeinde. Ich bin ein Botschafter Gottes in der Welt und ich sehne mich nach Wachstum, nach Gedeihen, nach Produktivität und Lebendigkeit. Und wenn ich das nicht erlebe, ist das meine Aufgabe, etwas zu ändern. Es sind nicht immer nur die anderen oder die Gemeinde schuld daran, dass mein geistliches Leben nicht läuft. Aber wenn wir uns alle vornehmen, unsere Geschwister zu lieben, tiefe Beziehungen zu bauen, zu vergeben, Freude, Frieden, Gerechtigkeit und so weiter ausstrahlen, dann verändert das mich und dann verändert das dich und von da aus verändert das unsere Kultur. Und das finde ich so toll an den Früchten des Geistes. Die sind altersunabhängig. Friede, Freude, Freundlichkeit, Geduld. Das kann man in jedem Alter üben. Das ist total schön. Egal, ob du 2 oder 92 bist. Es macht keinen Unterschied. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir uns von Gott verändern lassen. Du und ich. Dass wir Kultur neu prägen. Dass wir Gemeinde sind, wo wir gepflanzt und verwurzelt sind. Wo wir Familie sind. Melde dich in einer Kleingruppe an. Sprich mit uns Pastoren oder mit anderen Leuten aus der Gemeinde. Lernt einander kennen. Lade Menschen ein. Vergib denen, die dir Unrecht angetan haben. Liebe deine Feinde. Sei geduldig mit denen, die langsam sind und nachsichtig mit denen, die schnell sind. Sei denen treu, die deine Familie sind und vergiss es nie. Du bist Gemeinde. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, ich sehne mich nach Lebendigkeit. Und ich sehne mich danach, in deinem Haus verwurzelt zu sein und mit anderen Menschen, die dir folgen, die von dir berufen sind. Danke, dass wir einander als Gemeinde haben, dass wir Gemeinde sind. Dass wir nicht nur ein Ort sind, wo man hingehen kann und dann verändert das nichts. Und es ist ein hoher Anspruch, das weiß ich. Deswegen bitte ich dir, schaffe in uns diese Sehnsucht und hilf uns, dass wir dir erlauben, uns zu verändern. Dass wir immer mehr Friede, Freude, Gerechtigkeit, Geduld, Liebe, Sanftmut, Selbstbeherrschung, dass wir das alles ausstrahlen, dass wir es aus unseren Herzen strahlen zu anderen Menschen. Und Herr, du sagst, es hat ein Ziel, nämlich, dass wir verkünden, dass du gerecht bist. Dass wir von deiner Liebe, von deiner Treue und von deiner Güte zu uns Zeugen sind. Veränder du uns, Herr, uns ganz persönlich und auch uns als Gemeinde. Amen.
wanna be unmovable and unshakable, so let my roots go down deep. Unmovable and unshakable in you. I wanna be unmovable and unshakable, so let my roots go down deep. Unmovable and unshakable in you. Könnt ihr als Musikteam noch kurz vorne bleiben? Ich habe noch spontan eine Eingebung. Ich habe gerade, also dieses Lied, das habe ich vor 10 Jahren als Teil eines Musikteams auf so einem Zeltlager gespielt. Und das war das letzte Mal, als ich dieses Lied gehört habe. Also es ist fast 10 Jahre her. Und wir machen ja auch so Jüngerschaftskleingruppen, die wir Huddles nennen. Und am 10.11. hatten wir uns getroffen und wir machen da so eine Zeit, die nennen wir Kämmerlein, wo wir alleine in die Gegenwart Gottes treten und einfach gucken, so, was ist denn so mein Eindruck gerade? Und dieses Lied kam mir in den Sinn. 10.11. Und ich hatte so den Eindruck, ich glaube, da wurde der Same für diese Predigt schon gepflanzt. Und dieses Lied, das ist ja ein Bekenntnis. Ich möchte so unbeweglich sein, ich möchte so fest sein, wie dieser Baum, der im Bachbett verankert ist. Und ich habe dann so ein, ich kann nicht malen, ne, aber ich habe so ein hässliches Bild gemalt und den Text da reingeschrieben. Und mir ist es gerade nochmal bewusst geworden. Das ist so 3-4 Monate her und ich hatte da noch überhaupt gar keinen Bezug zu. Und gerade eben fiel mir das wieder ein, du hast da so ein Bild auf iPad gemalt. Da hatte ich gerade diesen Stift ganz neu und so wirkt manchmal Gott. Und ich glaube, hier sind auch Leute, die sagen, ja, ich möchte das eigentlich mit Gott nochmal so festmachen. Ich möchte im Haus des Herrn verwurzelt sein. Ich möchte Familie sein. Ich möchte mit anderen Leuten verbunden sein. Und
ich würde euch mal bitten, dass ihr aufsteht und wir dieses Lied nochmal singen. Also wenigstens die vier Zeilen ohne die Bridge, dass ihr das auch als Bekenntnis singt. Ich möchte wie dieser Baum sein, der an den Strömen des lebendigen Wassers gepflanzt ist. Lasst uns aufstehen und das nochmal singen. Wir wollen heute zusammen das Abendmahl feiern. Und das Abendmahl ist Ausdruck davon, dass du sagst, ja, Jesus ist das Fundament meines Lebens. Er ist am Kreuz für meine Schuld gestorben. Oder ich bin in dieses Haus des Herrn gepflanzt. Wir sagen, ja, er ist für meine Schuld ganz persönlich, für mich, Danilo Vollmer, und für dich ganz persönlich am Kreuz gestorben. Und wenn ich dieses Brot esse und wenn ich diesen Traubensaft trinke, dann bezeuge ich, dass er das für mich getan hat. Ich nehme dieses Opfer dankbar an und ich erinnere daran, dass er es für mich getan hat. Und wir kommen dabei zusammen als Ekklesia, als diejenigen, die an ihn glauben. Und wir stehen gemeinsam in der Hoffnung, dass es einen Himmel gibt, wo wir uns irgendwann alle wiedersehen und wo wir immer wieder zusammen Abendmahl feiern werden, wo wir uns daran erinnern, ja, Jesus hat das für mich gemacht. Und ich finde, das ist ein schönes Bild heute, dass wir in der ersten Runde des Abendmahls an diese Tische gehen werden und dann so in so einem Kreis stehen. Und du kannst dann mal nach links gucken und nach rechts gucken und dann siehst du die Palmen und Zedern, die neben dir gepflanzt sind. Und wir stehen da so Gemeinschaft, in Gemeinschaft. Das ist total schön.
Ich möchte jetzt die Einsetzungsworte lesen und währenddessen oder jetzt können die, die mir beim Abendmahl austeilen helfen, schon mal an ihre Tische gehen. Ich lese aus 1. Korinther, Kapitel 11, die Verse 23 bis 26. Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten war, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach: Das ist mein Leib für euch. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und von diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Ich möchte noch beten, ihr dürft gerne dazu sitzen bleiben. Vater, ich danke dir, dass du deinen Sohn geopfert hast für uns. Dass unser Leben, dass unser Wohlergehen dir nicht egal war, sondern dass du gesagt hast, du bist mir wichtig. Danke, dass du dieses Opfer gebracht hast für mich, für meine Schuld. Und danke, dass du dadurch ein neues Leben ermöglicht hast. Ein neues Leben, das hier und heute beginnt. Wenn wir zum ersten Mal sagen, ja, das ist für mich. Danke für das Opfer, danke für dieses Geschenk und wir wollen es dankbar annehmen. Danke, dass du es für mich getan hast. Amen. Wir feiern das Abendmahl in der FEG Dillenburg in zwei Runden. Also die erste Runde ist in 5 Runden. Hier vorne sind 2 Tische und hinten sind 3 Tische, an die ihr euch ungefähr gleichmäßig verteilen könnt. Und danach wird es eine Zeit geben des Lobpreises. Währenddessen könnt ihr dann einzeln nach vorne kommen und das Abendmahl einnehmen. Jetzt die erste Runde an den Tischen. Kommt zum Tisch des Herrn. Ihr seid eingeladen.
ganze Leib Christi für dich gebrochen. In unserer Nacht auf, leuchtest den Weg, lässt mich sehen. Herr, deine Schönheit lässt mich anbeten, ewig werd ich vor dir stehen. Ich will dich anbeten, will mich vor dir wohnen. Thank you.
Deine Schönheit wird nie vergehen, Herr. Du bist der Einzige, dem dieses Lob gebührt. Wir loben dich, wir beten dich an. Vater, danke für alles das, was du uns hier geschenkt hast. Danke, dass wir erleben dürfen, was es heißt, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist. Und danke, dass du der Grund bist, in dem wir tief und fest verwurzelt sind. Hier in dieser Gemeinde und miteinander. Amen. Jetzt geht dir vielleicht noch was durch den Kopf und du hättest gerne jemanden, der für dich betet. Dann nutze die Gelegenheit, nach dem Gottesdienst noch einen Moment da zu bleiben. Danilo Vollmer ist noch da für dich und Adelheid Bopin. Beide beten sehr, sehr gerne noch für dich oder sprecht einfach jemandem an, dem ihr vertraut, dass ihr noch mal kurz miteinander betet und euch segnen lasst. Und jetzt habe ich noch ein paar Infos und ich weiß, ihr, die ihr jetzt online mit dabei seid, das ist jetzt der Moment, wo ihr dann wegklickt. Bleibt noch einen Moment da. Nutzt nämlich jetzt die Zeit, die Umfrage noch auszufüllen. Ihr erinnert euch, unten in der Videobeschreibung steht der Link oder ihr nutzt den QR-Code, dann könnt ihr die Befragung noch ausfüllen. Dankeschön. Und in der Zwischenzeit, während ich noch die Infos weitergebe, können nämlich noch die Beutel kurz rumgehen.
Wir sind nämlich dabei, die Finanzierung weiter abzutragen, die wir haben, dass das hier alles möglich wird. An dieser Stelle jetzt schon vielen, vielen Dank für die Unterstützung bei der Finanzierung unserer Räumlichkeiten hier. Ich werde es jetzt kurz machen, die Zeit ist schon enorm fortgeschritten und vielleicht ist bei einem oder anderen zu Hause schon der Backofen angegangen, weil das Mittagessen jetzt vorbereitet wird. Also ich fasse mich kurz. Die wichtigsten Infos findet ihr wie immer in der Sonntagspost, die samstags rausgeht. Ihr habt die Infos auch auf der Website feg-dillenburg.de. Und ich möchte nur auf einen ganz wichtigen Punkt nochmal hinweisen, den Danilo vorhin schon mal angesprochen hat, nämlich die Kleingruppen legen los. Meldet euch an, es geht jetzt demnächst los, noch eine Woche habt ihr Zeit. Ihr könnt euch online anmelden, die, die hier sind, können draußen nochmal im Foyer schauen, was es alles gibt. Die anderen müssen online gucken. Also es lohnt sich, es ist eine unglaubliche Vielfalt da, meldet euch einfach noch mit an. Und ein zweites, das ist mir persönlich nochmal wichtig, wir haben am 5. März haben wir die Taufe und vielleicht trägst du dich schon länger mit dem Gedanken, dich taufen zu lassen und es gab immer irgendwelche Gründe, warum du es bisher noch nicht getan hast. Jetzt wäre die Gelegenheit, jetzt wäre der Moment zu sagen, ey Danilo, ich lasse mich doch auch taufen. Dann geh zum Danilo oder zu Lothar Bopa, einer unserer Pastoren, ist bestimmt hocherfreut, wenn du kommst und sagst, hey, ja, ich möchte das mit Jesus dingfest machen. Ich meine es ernst mit dem und ich möchte das zeigen in der Taufe. Bei mir ist es schon viele, viele Jahre her und ich habe es bis heute nicht bereut. Also denk nochmal drüber nach, am 5. März wäre die Gelegenheit. Und dann bleibt mir nur noch zum Abschluss euch einzuladen auf eine Tasse Kaffee. Und jetzt beten wir noch zusammen. Und ich möchte euch auch den Segen noch zusprechen. Lasst uns dazu aufstehen. Vater, ich danke dir, dass du uns Gemeinde geschenkt hast. Danke, dass wir hier mit ganz vielen anderen Bäumen zusammen verwurzelt sein dürfen. Danke, dass du uns diese wunderbare Möglichkeit geschenkt hast, uns ja, auch gegenseitig zu stützen, miteinander in dir verwurzelt zu sein und zu wachsen und zu gedeihen. Danke, dass wir das heute sehen durften, für die vielen Menschen, die dazukommen. Herr, segne sie. Danke, dass wir das in unserem eigenen Leben auch immer wieder sehen dürfen. Herr, segne uns dazu. Und Vater, du weißt auch, dass wir auch viele Ecken und Enden sehen, wo das nicht der Fall zu sein scheint. Da mache ich das Radio an und dann höre ich über Erdbeben. Da schlage ich die Zeitung auf und lese über Krieg. Da komme ich hier in die Gemeinde und spreche mit jemandem aus dem Iran und sehe den Schmerz in ihren Augen. Vater, du weißt, was alles auf der Welt geschieht und ich bitte dich, dass du eingreifst. Und so bitte ich dich auch um deinen Segen jetzt für die kommende Woche. Herr, segne uns und behüte uns. Lass leuchten dein Angesicht über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und schenke uns deinen unendlichen Frieden. Amen. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag, bleibt noch auf eine Tasse Kaffee und allen anderen einen guten Heimweg. Als mein Glaube reicht, trägt mich deine Hand näher als ich jemals war, zieh mich hin zu dir. Mein Begleiter, mein Bewahrer, mein Gott von Anfang an, mein Erbarmer, mein Erretter, mein Gott. Bei dir lebt Gnade.
Hirte, mein Bewahrer, mein Gott, von Anfang an, mein Erbarmer, mein Erretter, mein Gott, bis zum Ziel. Bei dir lebt Gnade, bei dir herrscht Liebe, bei dir finde ich Geborgenheit. Bei dir lebt Freude, bei dir herrscht Friede, bei dir will ich sein für alle Zeit. Mein Begleiter, mein Bewahrer, mein Gott, von Anfang an, mein Erbarmer, mein Erretter, mein Gott, bis zum Ziel.